Okay. Auf in den Kampf hier in der Kampfarena mit neuen Freunden. Mondspalter, Flächenangriff, Kavallerist, Odin drängt vorwärts. Satz, Sleipnir weicht springend Angriffen aus. Und Zantezuken, tödlicher Angriff, zum Aufladen gedrückt halten. Na, ob ich mir das alles merken kann. Der Mondspalter ist also ein Flächenangriff. Das ist wahrscheinlich das Wichtigste, was ich mir merken muss. Wir kämpfen jetzt mit Odin, mit einer beschworenen Esper. Okay. Okay, das ist sogar ein Fernangriff, das ist ja cool. Wunderbar. Na komm schon. Zu langsam, Mädchen. Odins Zantezuken kann einen Gegner auf einen Schlag auslöschen. Ihr solltet erst Energie sammeln, um den Effekt dieses Angriffs zu verstärken. Okay. Gut zu wissen. Welche Taste war das? X. Okay, das sah mächtig aus auf jeden Fall. Scheint aber nicht immer zu funktionieren, wie mir scheint. So. Wie sammle ich denn die Energie? Ach so, mit den kleinen wahrscheinlich, ne? So, töten wir erstmal ein paar kleine. Wobei unsere MP-Leiste eigentlich ziemlich voll aussieht, muss ich zugeben. Na gut, probieren wir es nochmal. Wow! Das nenne ich mal einen Satz. Aber ich glaube, wir haben sie immer noch nicht richtig erwischt. Kann das sein? Achso, jetzt sehe ich erst die Energieleiste für das Zantezuken. Das sah zumindest schon mal nach einem halben Treffer aus. Jetzt müssen wir es bloß nochmal hinkriegen, dass wir... Huch! Nein, dass wir richtig treffen. Ja, ich weiß das mit dem Zantezuken, aber es funktioniert irgendwie nicht richtig. Das ist das Problem. Wow. Das ist aber auch ein Satz, den er jedes Mal macht. Offenbar nicht zu genug, um mich aufzuhalten. Mädchen. Komm schon, wir können es auch mit dem einfachen Angriff machen. Habe ich ihn denn jetzt endlich mal getroffen? Nicht so wirklich, wie es scheint, wa? Okay, den Kavalleristen habe ich den eigentlich schon mal ausprobiert. Achso, ich glaube, ich benutze die ganze Zeit den Kavalleristen, kann das sein? Ich muss ja zugeben, mit dem XY, das verwirrt mich momentan noch, da ich ja kein Xbox 360 Controller-Spieler bin normalerweise. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, das war der Kavallerist. Okay, dann ist Zantezuken doch die andere Attacke. Oh, das hat gesessen. Okay, wir haben auf jeden Fall verfehlt, aber es war zumindest schon mal die richtige Attacke, wie es scheint. Gut, töten wir noch ein bisschen Kleinvieh, um wieder Energie zu sammeln. Ich glaube, das ist hier der Sinn der Sache mit den Kleinen. Ist doch ein bisschen verwirrend, muss ich zugeben. Ein bisschen. Danke für den Hinweis, lieber Mogri. Ich habe es noch gar nicht gelesen bisher.
So, weg mit dem kleinen Scheiß. Die hätten wir... Ich frage mich bloß, welche Energieleiste ich denn füllen muss. Es ist doch die gelbe, oder? Ich gehe mal davon aus. Ich glaube schon. Ich glaube bloß, das, was die Leiste füllt, ist so winzig bei jedem Angriff, dass ich das gar nicht richtig mitkriege. Auf jeden Fall scheint es aber zu funktionieren, so ein bisschen zumindest. Wir brauchen bloß ewig, um die Leisten zu füllen. Ja, lieber Mogri, ich weiß. Ich bin ja quasi auch schon dabei, mich ranzumachen an die Attacke. Ich sehe gar nichts hier. Ich glaube aber bald, wir kriegen das Ding schon vorher kaputt. Na gut, testen wir es mal. Das war die falsche Attacke. So. Jetzt. Häng ich fest? Jetzt. Wollen wir es doch nochmal probieren mit dem Zeitelzug hin. Und es geht nicht. Oder... So, okay. Es ist mit Energiesammeln gar nicht gemeint, dass wir irgendwie vorher was sammeln müssen. Das hätten sie ein bisschen spezifischer machen können. Ich meine, das verwirrt am Anfang bloß, wenn man sich noch nicht so richtig reinfinden kann. Sondern wir müssen die Attacke einfach aufladen. Und go! Ich scheine aber nicht zu treffen. Oder ich weiß immer noch nicht so richtig, wie es geht. So, laden wir die Attacke doch noch ein bisschen mehr auf. Oh, jetzt steht es mit da. Okay, jetzt sind wir bei 100%. Ich scheine aber irgendwie trotzdem keinen Schaden zu machen. Es ist seltsam. Es ist total seltsam. So, 44. Na komm schon. Jetzt. Geht doch. Es hat gedauert, aber am Ende hat es doch noch gepasst. Is this the power of a Lassie? Deine Kampfmitglieder haben gewechselt, ich sehe schon. Selbst im geschwächten Zustand sind Lassie überaus starke Gegner. Bleib wachsam, Kupo. Okay, schauen wir mal. Jake ist ein bisschen langsamer, so kommt es mir vor. Aber nur ein bisschen. Oh Gott. Na, das wird ja super mit dem. Kann ich den denn vielleicht auch so bewegen, dass er nicht einfach nur auf der Stelle steht? Ich finde ihn komisch. Also so richtig leuchtet mir noch nicht ein, wie ich mit dem gut kämpfen kann. So, laden wir einfach mal unsere Magie auf. Okay. Hilft mir der Schildwall denn? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich gehe mal lieber ein Stück zur Seite. Es kann nur helfen. Testen wir doch mal Seven aus. Ist mir schon ein ganzes Stück lieber, weil sie einfach mal viel schneller ist. Oha. Oh, scheiße. Das ging schnell. Okay, machen wir mit dem weiter, den wir schon kennen. Vielleicht klappt es da auch ein bisschen besser.
Nur im richtigen Moment ausweichen. Das muss sein. So, kann ich sie denn jetzt noch heilen, ist die Frage. Ich glaube nicht, ne? Sie ist weg. Also ich muss sagen, mit den beiden, die jetzt dazugekommen sind, komme ich nicht so wirklich gut klar. Visiert den Mac an und verpasst ihm den Gnadenstoß. Läuft. Oh Gott, benötigte Zeit eine halbe Stunde. Was ist denn hier los? Gesammelte Anime 26, Anzahl der K.O.s 2. Das ist wahrscheinlich für die gesamte erste Mission, Missionsbewertung. Naja, ist natürlich noch nicht so gut. Ich muss mich wirklich erst reinfinden in das Spiel. Das lief wirklich noch nicht so gut. Mission abgeschlossen. Sonderbelohnung. Magie aktualisiert. Feuer-FLT freigeschaltet. Sonderbelohnung. Final-Elixier. Als 9, 10 Anime gesammelt. Sonderbelohnung. Final-Elixier. This sucks. Gut, dass sie nicht nervt, nein. Die werden wir wohl noch mal wiedersehen. Who are you people? Those red cloaks. No way. Ninetale is down! Communication lost with Kunmi! Impossible! What's going on out there? The Vermilion Bird Crystal is fully restored. Magic readings in all sectors. Wait, point 68. A Lassie? A Vermilion Bird Lassie! I've lost contact with the 204th and 208th. Get our men out of there. Attention all units in Dominion territory. Halt all military operations and withdraw at once. Retreat! Retreat! Send HQ a code 991. We're transitioning to Operation Northern Dawn. Sir! To come this far just to be turned back. 6 hours into the operation, Rubrum's Agito Cadet Class Zero achieved its objective, and the Dominion succeeded in taking back its territory. It was here that Class Zero made its first mark in the pages of history. Misfortune has befallen Academia and the Dominion at large. The Militesi Empire has broken the Quadripartite Crystal States Pact, which was forged through the courage and wisdom of our forebearers. Because of this deplorable, gravely unwarranted and unforgivable breach of faith, we have all lost many friends and loved ones. And yet, here I stand before you, proof that your strength of heart, your pure and noble desire to protect our beloved Rubrum and the Vermilion Bird Crystal was strong enough to win Academia back from our enemy. I wish to express my heartfelt gratitude to the valiant warriors who accomplished this great feat. However, we must also not forget those who fell in this terrible battle. We shall drive out the Militesi forces that still unlawfully occupy our territories and liberate our villages, cities, and citizens that continue to suffer at the hands of the Empire. Rubrum is not in this alone. All of Orient must confront this challenge.
I hope that you will all remember this as a new... Chancellor! Anathema greetings in Lorca! What? One day, historians may refer to this as Tempus Finis. Nonsense. This is not the beginning of the end. It is the first ray of hope, one that we've brought forth. In 842 RG, an Ultima bomb, powerful enough to obliterate an entire continent, was dropped on the Black Peristylium in Lorica. In the blink of an eye, the Lorican Alliance, which had stood proud for 700 years, was completely erased from the continent of Oriens. Gut, wir wollen natürlich speichern. Und ich würde sagen, an der Stelle beende ich mal die erste Aufnahmesession. Ich muss sagen, so der erste Eindruck, mir gefällt's von der Story her vor allem, vom Setting her ziemlich gut. Es ist echt, echt gut. Mit der Steuerung, gerade im Kampf, muss ich mich noch so ein bisschen anfreunden. Das ist doch ein wenig gewöhnungsbedürftig, finde ich. Müssen wir mal schauen. Das wird bestimmt noch mit der Zeit, dann läuft das bestimmt auch ein bisschen besser. Jetzt am Anfang hatte ich doch so schon ziemliche Startschwierigkeiten, ist doch ziemlich holprig gelaufen am Anfang. Aber ich denke, da kann noch viel bei rumkommen. Man muss auch sagen, man darf nicht vergessen, wenn man jetzt die Grafik sich anschaut, wir haben gerade gesehen, der eine Offizier oder dieser Militärattaché oder was das war, der hatte doch ein unglaublich matschiges Gesicht. Man darf nicht vergessen, das ist ein PSP-Port eigentlich, ne? Ist zwar die HD-Version davon, aber man kann sich denken, es wird natürlich auf manche Sachen, vor allem die Hauptcharaktere, ein größerer Fokus gelegt als auf irgendwelche Nebencharaktere und so. Von daher ist es nicht verwunderlich, dass ab und zu mal ein paar Sachen ein bisschen matschiger daherkommen. Hatten wir auch schon bei Resident Evil HD Remaster, wo es ähnlich war. Die meisten Sachen waren zwar HD-mäßig gemacht, aber man hat immer mal wieder kleine Sachen gefunden, die eben doch ziemlich matschig waren. Und genauso ist es hier eben auch. Ja, ich würde sagen, dabei belassen wir es erstmal für die erste Aufnahmesession. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wie gesagt, ich fand's gut. Mir hat's gut gefallen. Und ich find's echt mal cool, ein etwas, naja, was heißt brutaleres Final Fantasy zu haben. Es ist ein brutaleres Setting, ne? Es ist eine brutalere Umgebung, in die man geworfen wird. Während die meisten anderen doch relativ romantisch daherkommen und zumindest am Anfang doch eher ruhig daherkommen, geht's hier gleich richtig los und wir befinden uns wirklich in einem Krieg. Und das hat man an diversen Punkten richtig gemerkt, finde ich. Man wurde ja gleich reingeworfen mit dem sterbenden Charakter. Und ich habe auch gelesen, das werden wir bestimmt noch erfahren irgendwie, denke ich mal, aber ich habe auch gelesen, durch die Macht der Kristalle ist es wohl so, dass die Leute die Erinnerungen an Verstorbene verlieren. Und wenn man bei uns sagt, jemand lebt durch die Erinnerungen an ihn weiter, das gilt dort nicht. Wenn dort die Erinnerung wirklich mit dem Tod desjenigen verschwindet, dann ist der wirklich weg dann. Und das finde ich ein ziemlich düsteres oder einen ziemlich düsteren Aspekt, einen ziemlich bösartigen Aspekt eigentlich. Und dann ist der Tod gleich noch viel heftiger, habe ich irgendwie so das Gefühl. Na gut, wir schauen uns das beim nächsten Mal an. Also wir haben gesehen, die meinen es wirklich ernst mit ihrer Weltherrschaftsambition und wir wollen mal schauen, wie das damit weitergeht, ob sie noch mehr von den Ultima-Bomben haben oder ob sie vielleicht dann doch eher es mit Invasion versuchen. In Ruprum haben sie es ja nicht geschafft, bleibt noch ein Reich übrig. Ich habe leider vergessen, wie es hieß, es war glaube ich dieses Lorica oder so, was gerade mit am Ende noch erwähnt wurde. Wir werden es sehen. Bis dann, bis zum nächsten Mal, macht's gut und haut rein.